es doch mal, wie das funktioniert. Ja, da müssen wir hierher gehen, oder? Müssen wir hierher gehen, ja. Das heißt, diese Faserdosierung funktioniert so mit einer Negativverwiegung. Das heißt, die Fasern werden in einem Behälter, der ist praktisch akonisch, ja, geht nach unten erweitert, damit dass die Fasern nachrutschen können. Das sind praktisch hier 71 Kilo von diesem Fasermaterial. Genau, fast 72 Kilo. Und jetzt möchte ich gerne ein Kilo haben. Wie machen wir das? Ja, das machen wir. Schau mal, jetzt gehe ich hier rein, Faserdosierung, ja. Gehen wir zum Beispiel in diesem Fall, gehen wir ein Kilo rein, ja. Mhm. Dann okay, hier kann man die Anzahl der Zyklen eingeben, soll er jetzt dieses eine Kilo nur einmal oder zweimal dosieren oder dreimal. Und jetzt, wenn ich mir bestätige, beginnt die Faserdosierung. So, Sie schwören, dass es jetzt ein Kilo ist? Das ist jetzt ein Kilo plus minus 30 Gramm. Und wie macht die Maschine das in dem Bereich? Wir haben da unten einen Rührarm, ja. Den sieht man hier da hinten auf diesem Foto, der sich dreht, ja. Und dann ist auf einer Seite ist eine Auswurföffnung, wo er diese Faser immer hineinschiebt. Diese Vorteile dieser Maschine sind, ich habe hohe Dosierleistung und ziemlich genau. Das heißt, ich kann auf plus minus 30 Gramm dosieren. Und das sich hervorragend eignet für eine automatische Dosierung praktisch in einem Chargenprozess.